Hallo und herzlich willkommen hier, zweite Folge hier in Thüringen. Ja, weiter geht's, aber der andere Fahrrad macht Probleme. Aber ich fahre einmal erstmal hinterher und lassen den voll machen und dann schicken wir ihn los. Ist ja eingestellt. Wahrscheinlich ist der Problem, die der andere jetzt verursacht. Wahrscheinlich mit denen das gleiche. Wenn wir hier das mal ausmachen. Den Kurs erkennen kann. Er schrubbt ein bisschen den Rechner, muss er nicht darstellen. Hier scheint der Ertrag ganz gut zu sein. Aber ich weiß es nicht, ne? So, der Bursch ist voll. Was mal gefällt. Wir fahren mal zur Hauptstraße, da wo der Kurs ist. Und dann geht das los, ne? Gute Ernte muss noch das Ziel geben werden. Das machen wir gleich mal. 20. Ja, hier muss ich mal entlassen. Ich muss jetzt ein bisschen tricksen, weil sonst jetzt dauert das zu lange. Stoppzeit. Und zwar Superstärke an. Weil wir das nämlich hier kurz mal rüberschieben müssen. Wahrscheinlich ist eher auch das Problem, dass sie alles zu eng ist. Dass deswegen vielleicht nicht klappt, aber ich weiß das nicht genau. Es kann auch sein, dass es dadurch etwas im Wege stand. Dass er nicht so fahren konnte, wie er fahren wollte. Somit. Ich heb's mal rüber. Mit den Kollisionen, ja. Muss man selber einfahren. Alle Stränge reißen müssen wir hier im Hofbau Umbau vornehmen. Sonst, wenn es nicht funktioniert, ne? Weil zu eng ist. So. Der zweite unterwegs. Jetzt ändern wir den Modus auch. So. Das. Nichts Problem. Also er ist fertig beim Schwatten. So, normalerweise müsste er den Weg zu finden, dahin kommen, ne? Also er findet nicht, also muss ich gucken, wo es der Grund sein könnte. Wie gesagt, ich hab da nur schneller eingefahren. Wahrscheinlich zu schnell. So, Fehlerquellen sind an der Kreuzung. Wahrscheinlich hier vorne schon. Die Hauptstrecken habe ich übernommen von der Karte. Und hier ist schon mal ein Kurs da. Also müsste eigentlich normalerweise hier reinkommen. Einfahren.
musste. Aber weiß nicht, was auch geht, ne? Der Feind von jedem Autodrive-Kurs ist in engen Gassen und Straßen. So. Also er wird jetzt hier Schwierigkeiten haben, denke ich mal. Ich glaube. Ah, hier geht kein Kurs links rum. Den sollte man eigentlich. Beziehungsweise ich habe hier, da sollte er gar nicht reinfahren, da sollte ich hier oben reinfahren. Da ist aber hier überhaupt kein Kurs angeschlossen. Einmal kann er von da kommen. Von der Ecke. Dann nehmen wir den Punkt, den ziehen wir ein bisschen vor. Also wäre das ganz schön knapp. Und da. Und. Jetzt müsste er hinfinden. Gut. Müsste. Also er hat schon einen Weg gefunden, also ist das nicht. Ob er auch entsprechend da mit überall gut vorbeifährt. Also hier. Also mit Gegenverkehr ist ja nicht so gut zu spaßen. Ne? Also KI-Verkehr würde ich dann in dem Falle ausschalten. Das geht dann hier garantiert schief. Die Kreuzung hat der KI-Verkehr natürlich nicht erschlossen. So, er hat schon mal das gefunden. Und der andere fährt auch wieder. Irgendwo mal durchschalten. Kann sein, dass er irgendwo festhängt. Das ist. Ungünstig. Ich muss den Weg müssen wir nach rechts ziehen. Denn die Feinjustierung müssen wir jetzt ein bisschen durchführen, sonst auf Dauer geht das irgendwann schief, ne? Da wir dann nicht fahren müssen. Bis man Objekte verkaufen kann, ne? Zaun zum Beispiel, ne? Soll er ja alleine machen, ne? So, so weit. Keine große Ehrenrunde mehr. Das war so nicht geplant. Das dauert mir so doch lange. Ich fahre mal oben hoch. Wird das verzaunt, das ist ungünstig. Also Objekte, die jetzt im Weg stehen, sind ungünstig. Deswegen mache ich hier einmal die Straße. Ihr müsst da mal weg hochfahren. Hier müssen wir korrigieren gleich. Wenn wir dabei sind, ne? Also mit schwachen Takten brauchst du nicht anfangen, weil das ist verloren, ne? Ich muss auch nur ein bisschen drehen, ich muss nicht ganz hochfahren. Das habe ich auf den Weg als Einbahnstraße nach unten genommen. Ne? Da habe ich hier einen Modus eingegeben für Schlupf. Also Waldboden normalerweise ist weich und der Traktor normalerweise versacken. So. Wir lassen mal ihn fahren. Da hier.
Dann soll er ja allein machen, der Bursche. Dann können wir lieber extra fahren. Viel interessanter. Die waren jetzt auch irgendwo festgefahren. Ja, hier heißt immer erstmal testen, ne, bevor es überhaupt funktioniert. Ne? Wenn es richtig funktioniert, müsste er jetzt aber rumkommen. Bisschen unten. Und wenn es ganz schlimm ist, wenn wir kleinere Geräte nehmen. Ne? Aber das ist meine Sorge, dass der Abstand von da nach da ziemlich klein ist, als von den großen. Wahrscheinlich müssen wir hier das noch vorziehen, dass er weiter geradeaus fahren kann. So weit wie möglich nach vorne. Wenderadius ist natürlich sehr, sehr, sehr kurz. Macht er jetzt vollkommen alleine, so muss man zusagen. Ich kann ihn ein bisschen nach vorne ziehen. Wo ich ihn eingreifen muss, ist nachher mit dem Radlader ein bisschen verteilen, ne? Und verdichten. Deswegen sind zwei Spuren auch so wichtig, dass man beide Seiten voll bekommt, ne? Ansonsten fährt er ja selbstständig nach vorne. Mal gleich hier ein bisschen gucken, ob wir das hier ein bisschen korrigieren können. Während der Fahrt. Das funktioniert. Ob er nun sauber hinkommt, das ist die andere Frage. Da müssen wir mal gucken, wo der andere sich. Oh, da fährt er noch. Ich hab nichts gesagt. Wie gesagt, die Kurse sind sehr kompliziert, weil hier das Straßensystem ist. Ich fährt schlichtweg eine Straße da unten runter. Und ich muss längerfristig gesehen, muss ich Felder zusammenlegen, damit wir ein Feld entsprechend ein Ende rauffahren können und dann entsprechend ein Ende runter. Dass ich jetzt hier ist es im Prinzip ein fauler Kompromiss, dass er wieder runterfährt und zum anderen Weg. Ne? Ja, hier ist nämlich die Welt zu Ende, auf gut Deutsch. Da geht's nicht lang. Schlimmstenfalls könnte er runterfallen. Ne? Aber die Fahrzeuge kommen dann meistens, man muss zurücksetzen zum Händler, ne? So. Wenn der jetzt einigermaßen vom Feld drauf fährt, dann müsst ihr ja den Punkt drauf finden, wo praktisch wo ich eingefahren habe. Letzte Folge, glaube ich. Zum Schluss. Und dann daraus müsst ihr dann den Drescher finden und dann selbstständig hinfahren. Wer es noch nicht kennt, ne? Vom Logischen her wäre es besser gewesen, wäre andersrum gewesen. Gut. Er berechnet, also er hat jetzt im Prinzip den Modus gewechselt. Das ist keine Bäume hier vorne wachsen, ne? Er war Spur 1. Da an ist auch Spur 1. Weiß ich jetzt gar nicht genau. Ich glaube, da Spur 2 gehabt. Wir sind besoffen. Ich muss hier auf jeden Fall noch einen Feldrandkurs einfahren, aber das mache ich aber erst, wenn der andere Feld dazugehört, ne? Sonst mache ich das gleiche normal. Jetzt tut es blöd, wenn die Bäume hier stehen, ne? Also. Er fährt nämlich meistens daneben. Wenn alle Stränge reißen, muss man halt übernehmen, ne? So wie jetzt hier, ne?
Aber mit den Bäumen kommt er jetzt nicht klar. Ja, ist halt so. Ist auch nur eine KI. LS kennt am besten, liebsten hat LS ja einen breiten Randstreifen aus Gras und an Möglichkeit keine Objekte, die im Weg stehen. Ne? Da war irgendwann ein Feld. Komisch berechnet. Das mache ich gar nicht, durch Bäume fahren, wo man nicht sieht. Aber inneren Sicht ist man meistens ungünstig, wenn man hinterher fährt. Baumfeld ist im inneren Sicht eigentlich ganz gut, aber wenn man irgendwo was sehen will, ist es besser von außen. Also Turing 2 war Cosplay und etwas freundlicher. Das mag aber nur für Feld 20 gelten. Also ich denke mal nachher, später Feld 14 nehmen wir dazu. Dann haben wir das weniger schwer. Aber das Geld müssen wir verdienen, nicht? Das Feld kaufen kann. Das muss die BGH liefern, ne? Ja, voll. Ich schaue lieber mal ein. Also ich muss ein Feld ran kurz noch fahren, dann wäre das optimal, ne? Dann sucht er sich natürlich um den Weg, ne? Also der hat der andere gut hingefunden, dann wird er auch gut hinfinden. Ich werde mir den Radlader schnappen. Und Nebenhof. Ja, hier gibt es zwei Höfe. Also, nee, Quatsch, mehrere. Ich glaube vier. Wer da starten will, das ist der Starthof. Das ist dann bei mir der Nebenhof. Also, ich mache die Pose aus. Also weg. Das andere oben. Nicht so weit. Nur so ein bisschen unterstützen, ne? Und wir müssen verdichten. Gut. Bei dichten braucht man einen Traktor mit eigentlich hohem Eigengewicht. Das wäre auf jeden Fall ein Vorteil. Dann haben wir hier, ja. Mit Raupe ist auf jeden Fall ganz gut. Der hat vorne noch was anbauen. Muss halt nur sehen, dass wir jetzt da die Walze nehmen. Zum Beispiel. Muss aber jetzt noch wieder tricksen. Stand mal hier vorne, ist eigentlich ein schlechter Platz. So. Haben wir mehr? Schiebeschild normalerweise, aber wie gesagt, war das da vorne oder andersrum, ne? Ja, das ist natürlich andersrum, ne? Vielleicht gehen da noch Gewichte ran. Ein paar Stahlplatten. Ja, Ballen macht ein bisschen leichter, ne? So.
Wir machen Gewichte ran. Wenn wir gucken bei der Werkstatt. Eine Werkstatt war hier in der Halle. Ich will mir auch noch ein Gewicht hier nehmen können. Nee, können wir nicht. Schneefräse. Die Werkstatt ist zwar schön, aber wie gesagt, schlecht zu erreichen mit dem Traktor, ne? Also mit den Geräten hängen und so. So. Ja, hat drauf. Nein? Ja, gut. Er hat schon drauf. Na gut, dann machen wir nicht mehr weiter, ne? Aber extra Gewicht haben wir jetzt nicht. Das ist ein Stein. Haben wir schon irgendwo, wo weiß ich nicht. Verdichten ist mir ganz gut, wenn das Fahrzeug selbst ein hohes Gewicht hat. Klappen wir aus und Breite kriegen, ne? Später fahren wir oben rauf, ne? Gehen wir hier rein, gucken was steht. Neben Verdichten wird es auch verteilt, ne? Der Hexer hat keinen Sprit, das ist wohl eher ein Problem. Ein Häcksler auftanken. Fahren. Werden wir gleich tun. Muss nämlich der Sprit nämlich ganz aus ist, dann ist mir ganz schlecht nachher. Der wird warten müssen. Ne? Ich hätte schon vorher voll tanken müssen, bevor ich überhaupt herfahre, ne? Mein Fehler. Nachrichten lese gerade. Jetzt kann man eine Maus rüber. Jetzt meldet sich das allerdings da. Gleich verschließen werden. Soll also nicht passieren. Ist das Problem beim Fenstermodus, die Maus kann raus, aber wie gesagt, das muss ich haben, um nur wieder mal bei der Aufnahme steuern zu können. Oh, schon Folge Nummer 4. Wahnsinn, jetzt abgeht. Ja, heute, Silvester, war auch wieder Explosion. Bei der Aufruhrzahlen, bei der einen Thüringenkarte jedenfalls, über 800, glaube ich, Aufrufe. Schon Wahnsinn. Mal danke dafür, dass man reingeklickt hat. Ja. Hat jemand Fragen gestellt?
Das ist natürlich sehr schwierig, wenn jemand erst keine Ahnung hat, da was zu erklären. Das ist, dafür kann er oder sie nichts. Aber wie gesagt, das ist schwierig, die Materie da komplett, wenn man sich das so vorstellt. Derjenige, der das schon mal gemacht hat oder öfter spielt, denkt darüber anders, als wenn jemand Neuland ist, ne? Ist immer schwierig zu erklären. Modskarten sind auch mal schwierig, in Anführungszeichen, wenn man den Anfängerfehler beginnt, verschiedene Modskarten einzunehmen, also weiß ich, Thüringen, Marsch und weiß ich, keine Ahnung, was das für Karten alles gibt. Punkt 1, die eine Karte ist Multifrucht, die andere Karte nicht. Das kann bei der Verkaufsstation Probleme bringen. Und. Probleme ohne Ende. Immer Modkarten immer separat einnehmen. Ganz wichtig. Also den Mod-Ordner-Prinzip dann kopieren und dann separat anlegen. Oder einfach rausschieben den Mod und dann anderen ersetzen, oder jedenfalls darf das nicht beides zusammen in einem Ordner sein. Standardkarten ist ja so, bleibt ja nicht anders, aber wie gesagt, ansonsten ist das, wird es auf Dauer Probleme verursachen. Also wer als Anfänger da anfängt, der ist da ganz schnell. Ja, viele machen den Fehler, oh, jetzt hauen wir Mods rauf ohne Ende. Detektor sowieso, das und sowieso. Und das kann Probleme verursachen, weil einige Mods mögen sich nicht. Deswegen ist das besser, man macht immer Stück für Stück. Logdatei ist auch so ein Thema, wo man dann wissen müsste. Nicht alle Mods sind gut und funktionieren. Mod Hub ist geprüft. Davon kann man ausgehen, dass die so 98% funktionieren, ganz 100% fehlerfrei sind sie auch nicht. Aber wie gesagt, da sind sie geprüft, da kann man sie, die sind zumindest sicher, ne? Also was Viren angeht etc. Also Mod Hub ist auf jeden Fall in der Beziehung eine sichere Quelle, ist ja vom Hersteller direkt, ne? Also vom Betreiber. Also der Spiels im Prinzip, der es hergestellt hat. Also und andere Karten sind ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, obwohl die auch prüfen. Aber wie gesagt, das ist alles meistens ehrenamtlich und meistens nebenbei. Da ist die Fehlerquote natürlich meistens ein bisschen größer. Meistens. Also ich kann jetzt keine schlechte Erfahrung machen, also reden, aber gibt auch sogenannte Mod-Klau-Seiten. Die gibt es auch noch. Frag mich nicht genau, welche das sind. Mir ist jetzt keine bewusst. Also bekannt. Ja, also in der Schnitt habe viele Modder eine eigene Homepage. Wie bei Fat Action. Da ist man auf der sicheren Seite. Auch er will keine Viren haben, also er wird da auf sein System auch versuchen, virenfrei zu sein. Nehme ich mal an, ne? Also ich habe bisher keine Probleme gehabt, ne? Also jeder sollte natürlich für sich ein Virenprogramm auf dem Rechner haben. Bei Windows 11 und Windows 10 gibt es ja Defender zur Not. Ist besser wie nix. Ich verwende ja was anderes. Aber das kann man auf jeden Fall auch nehmen. Ne? Also für eine Grundsicherheit ist auf jeden Fall besser als nichts. Ne? So, Schluss. Das soll es auch schon für heute gewesen sein. Ich sag mal, schönen Dank fürs Reinschauen. Ciao, ciao. Ja.
Morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen. Wieder meist die Ente. Tschüss.